Ja, das ist durchaus interessant. Was haben wir dann hier sonst noch? Das ist die, ja genau, die Rune, die überlegene Rune des Gegengifts. Das haben wir. Ach so, ja, weil es einmal für Lederin und einmal für Dings ist. Genau, das ist für verschiedene Berufe. Und Sigil der Pein müsste das sein, was wir schon kennen, oder? Bin Weiß mir nicht, ob nicht das das sicher. gleiche ist. Könnte was Neues sein. Obwohl, Überlegenes das war Sigil der damals eine Rune Pein. der Pein. Ja, richtig. Überlegenes Sigil der Pein. 30% Chance bei kritischen Treffern 8 Sekunden lang im Wirkungsbereich Pein auszulösen. Oh. Das ist Okay. natürlich interessant für Nekro. Weil du kannst als Nekromant Pein verursachen, dann noch die überlegene Rune der Pein mit dazu. Aber zum Herstellen brauchst du alleine auch wieder 100 makellose toxische Ich habe viel Sporenproben. an Scarlett gedacht. Oh Ich Gott, gehört aber theoretisch nur. müsste ich noch so Sie viel steckt farmen. hinter all diesen irren Theoretisch könnte ich das Allianzen. ganze Buffut Ich einfach mal verwette meinen komplett Ruf, vergessen dass. Wenn und ihr mir mich sagt. nur auf dieses Sigill konzentrieren, weil die Ich Rune glaube, du hast interessiert mich recht. nicht, aber das Sie Sigill scheint interessiert eine mich für mein Nekro. ausgewachsene Psychohexe Das zu Sigill auf sein. jeden Fall, ja. Gucken wir doch einfach mal im Handels. Nein, das war das Gildenfenster. Am Handelsposten nach. Erstens mal, die makellosen Sporenproben werden teurer. Das ist toll. Gott, hoffentlich ist das etwas, was man vielleicht noch dauerhaft in der Welt farmen könnte. Das wäre was. Oder so eine. Aber hätten sie mal einen Demeter-Erfolg machen müssen, dass man jeden Tag bei sich makellose Sporenproben ernten kann. Das wäre was. Weißt du, Richtig, so ja. in der In der Heimatinstanz. Heimat, ja. Sigil der Pein. Was haben wir denn hier? Das Sigil der Pein kostet 3 Gold 57. Da ist es ja fast logischer, das zu kaufen. Ich meine, das brauchst du wie oft vielleicht? Zweimal oder so Hallo Maximum. Sonnenschein. Und dann kommst du billiger mit, als wenn du dir das. Ernsthaft, das Rezept ist teurer als das Sigil. Wahrscheinlich Man kannst du das sogar gedroppt kann aber kriegen. wahrscheinlich, ich weiß nicht, je nachdem wie die Preise für die Sporen jetzt sind, da vielleicht auch noch Geld rausschlagen später dann. Wenn es das Ganze nicht mehr gibt, Wenn dann das kann man die Ganze nicht mehr relativ gibt, teuer verkaufen. wird das sicherlich interessant werden, ja? Ja, nicht schlecht. Naja, ich werde noch ein Das bisschen Rezept könnte sich sammeln. schon noch lohnen. Glaubt ihr, Das sie haben ist Scarlett richtig. schon geschnappt? Glaubt nicht. Die ist schlüpfriger als ein Schleim in Öl. Wenn ihr mir Die noch Gespräche verbietet, von den sich beiden nun sind so immer anzuhalten, super. wenn sie Klinge durch ist. Bestes Beispiel. Okay, cool. Dann gibt es noch diese ja, Obeliskscherben, die Kraid anbeten als heiliges Medium. Die muss man überall auf der ganzen Welt suchen. Es gibt 25 Stück davon. Super schwierig zu finden eigentlich, wenn man da so nachsucht. Ich habe per Zufall zwei gefunden, weil ich in der Nähe von Kraid war. Gut, die sind immer in der Nähe von Kraid, wohl irgendwie so unter Wasser oder so teilweise, aber Richtig. so viel Fast alle, glaube ich, Kraid, sogar unter ja. Wasser. Okay, da gibt es noch mehr toxische Ableger. Ich gucke mal gerade, für unsere Story müssen wir wieder nach Götterfels zurück. Wegmarke Salma, also Heimatort, ne? Salmaviertel. You know what I mean. Gehen wir uns lieber um unsere Story kümmern. Weil da müssen wir jetzt nicht kämpfen, das ist ganz praktisch. Müssen wir die Ordensvertreter wieder treffen, nachdem wir ja den Untoten in den Popo getreten haben. Die total easy peasy einfach erscheinen, wenn man sich gerade anguckt, was da in den Kessex-Hügeln gerade wirklich abgeht. Schön ist, dass wir auf den Kessex-Hügeln weiterhin bleiben müssen, weil wir dann noch. Oh nein, Leute posten mir schon wieder eine lustige 20 in den Flüsterchat. Das hat bedeutet, jemand auf GW2 Group Dingsbums hat schon wieder unter meinem Namen irgendwelchen Scheiß veranstaltet. European, EOP, Flag Na, klasse. this as reported. Ach ja, das ist immer so lustig. Das sind die Trolle, die du halt anziehst. Es gibt ja mal Hater und die finden das dann lustig, sowas zu machen. Jo, was, wo war ich, wo bist du denn? Ich habe ja die Stadt noch nicht so ganz erkundet. Im Prinzip bin ich Ah, aber in der okay. Stadt. Du könntest reingehen. Gut, du bist ja schon drin, dann würdest du automatisch dazu gepostet werden, Richtig. geportet werden. Ge Gen Möchtet ihr weiterreisen nach Salmaviertel, Heimatort? Ja, möchte ich gerne. Oh, ich liebe diese Zwischensequenzbilder, die sind einfach super. Ich poste nur gerade mal wieder in den Gildenchat. So. Mit dem Namen jetzt unglaublich. Ja, das sind Hater. Das sind ganz einfach nur Hater, die das machen. Also das sind armselige Kreaturen, die kein Leben haben. Die sitzen zu Hause im dunklen Keller auf so einem uralt PC und weinen sich auch den ganzen Tag lang die Seele aus dem Leib.
Das muss man akzeptieren. Die wollen, brauchen ja irgendwas, was sie glücklich macht. Beseitigt sie und ihr beseitigt die Gefahr. Ihre Bewegungen sind planvoll. Wir müssen die Wurzel des Problems beseitigen. Nicht ihnen von Kampf zu Kampf nachlaufen. Aber kämpfen ist toll. Um welchen Preis? Die Untoten greifen an. Wenn wir nichts tun, sterben Unschuldige. Unschuldige. Nein. Jetzt müssen wir uns wieder mit den Ordensvertretern unterhalten und dann dürfen wir uns wieder entscheiden, mit wem wir da mitlaufen wollen. Ich finde ja, also ich habe noch nie irgendwas ausgewählt, was Josia wollte, weil er so eine blöde Frisur hat und diese gruseligen Augen, ganz ehrlich. Ist doch spooky, der Kerl. Ja, dann labern sie mal. Vertretung der Krone. Die Repräsentanten der Orden haben von eurem Erfolg berichtet. Gut gemacht. Vielen Dank, Logan. Ich bin froh, dass wir die Kinder retten konnten. Aber die Untoten sind immer noch ein Problem. Die Untoten? Die Sporen sind ein Problem. Ich habe gehört, die Kinder wollen einen Seraphen im Sumpf gesehen haben. Ziemlich entsetzliche Geschichte. Sie hatten vor ihm genauso viel Angst wie vor den Untoten. Offenbar war der Soldat gewalttätig und wirr im Kopf. Man sagt auch, er war von Untoten umgeben, die ihm aber nichts taten. Im Leichenhofmorast gibt es keine Seraphen-Außenposten. Was tut ein einsamer Seraph da draußen? Die Seraphen sagen, ein Corporal namens Kellach sei abwesend. Ich nahm an, er treibe sich saufend in Löwenstein rum. Aber vielleicht steckt mehr dahinter. Logans Wortwahl, ey. Dieser Kellach könnte unter Saitans Einfluss stehen. Ob er die Auferstandenen aufhetzt, dass sie immer aggressiver werden? Vielleicht ist er ein Nekromant? Wir haben keine Zeit zum Rätselraten, Vertretung der Krone. Späher der Wachsamen melden weitere Untote im Anmarsch auf Triskel Kai. Die Verderbnis breitet sich aus. Wenn, dann ist Triskel Kai nur ein Symptom. Was immer die Untoten landeinwärts lockt, wird das auch weiterhin tun. Selbst wenn wir die Stadt retten. Wir sollten herausfinden, was mit Kellach geschehen ist. Bis wir wissen, was hier wirklich vorgeht, stopfen wir nur irgendwelche Löcher. Ihr wollt irgendwelchen Phantomen nachjagen, Ihan? Von mir aus aber riskiert dabei nicht Triskel Kai. Wir brauchen Soldaten, um die Stadt zu verteidigen, sonst sterben Zivilisten. Einige wenige werden jetzt sterben. Dafür retten wir auf lange Sicht viele Leben. Der Orden der Gerüchte ist bereit, diesen Tausch einzugehen. Gut, dass die Entscheidung nicht euch beiden zusteht. Die Vertretung der Krone wird entscheiden. Oh nein, ich darf mich wieder entscheiden. Das ist ja schlimm. Ja. Ich glaube fest daran, dass ihr eine weise Entscheidung treffen werdet. Ich für meinen Teil werde nachsehen, ob die Archive der Abtei etwas Licht in diese Angelegenheit bringen können. Ja, gut, dass wir nichts mit ihr zu tun haben. Ich möchte gerade mal meinen Ingame-Sound noch mal ein bisschen anpassen. Musik leiser, Umgebung leiser, Effekte leiser, dafür halt alles andere ein bisschen lauter. Dann kann ich hier unten gleich auch noch mal meine Regler anpassen. Die waren so leise im Gespräch. So, das sollte besser sein. Ja, ich habe damals, glaube ich, als ich mit meinen Menschen gequestet habe, mit meiner Nuria Beel, habe ich alles mit den Orden der Gerüchte gemacht, weil wegen ihnen. das war die Argument. Bester Grund. Ja, weil hallo, wenn ich mich entscheiden kann zwischen der da und dem da, dann ist der da, klar. So. Balthasar schenkt euch Kraft. Gott hat den Heileffekt in der Stimme. Wir brauchen eure Entscheidung. Haltet ihr es mit dem Wachsamen oder eher mit den Orden der Gerüchte? Es ist eine typische Strategie der Wachsamen. Soldaten versammeln, Ziel angreifen. Ja, wir sind ein militärischer Orden. Wir werden unsere Stärken nutzen. Es gibt kaum eine Situation, mit der ein gutes Schwert nicht fertig werden würde. Nein, danke, das muss nicht. Da muss ich tatsächlich wieder sagen, finde ich diese Hau-drauf-Taktik, finde ich nicht so gut, muss ich doch sagen. Ich meine, was nützt es, wenn wir jedes Mal die Untoten besiegen und sie kommen wieder nach und kommen wieder nach. Ne, nachher ist da so ein Untoten-Spawner. Wir brauchen eure Entscheidung. Ist es bei dem Orden der Gerüchte üblich, herumzuschleichen und im Verborgenen zu arbeiten? Das ist es. Es nützt nichts, sich in den Kampf zu stürzen, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat. Wir müssen listig sein, um die Drachen zu besiegen. Ja, das ist richtig. Ja, dann würde ich doch sagen, ich bin zur Entscheidung bereit. Und wir gehen mit dem Orden der Gerüchte, weil wegen ihnen. Richtig. Und dem und hallo, komischer Reicht random schon. Typ, der da... Ja, hat sich ja schön dazwischen gedrängt. Ja, ich bin auch voll schön, Mann. Das ist interessant gewesen. Nette Erfahrung. Ausgezeichnete Wahl, Advokatin. Advocado. Ihr werdet mit eurer Entscheidung sehr zufrieden sein. Das hoffe ich. Wir treffen uns dort, Ian. Yay, das war
Doch, jetzt war wenigstens weniger... Ach, ist ja schön. Ich kriege einen Meisterantelsichel. Ach, ist ja süß. Und ganz viele Erfahrungspunkte. Mein Inventar ist auch schon wieder so voll. Foliat des Wissens. Also so eine Schriftrolle des Dingsbums. Beutel mit geklauten Waren. Ich bin ja eigentlich auch, glaube ich, was meine Klamotten angeht, teilweise auf Zustandsschaden. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht eine andere Waffe ausrüsten sollte. Bling. So. Ich schau mal gerade, wie bin ich eigentlich ausgerüstet? Kraft, 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 Zustand, Kraft. Okay, ich trage nur eine Sache, die mit Zustand zu tun hat. Schön. Schön. Naja, das geht ja trotzdem noch. Zustandsschaden mache ich trotzdem ganz gut, weil ich würde für die Zeit lang gerne mal wieder meinen Jadedrachennadler anziehen. Der sieht doch einfach nur super aus. Und vielleicht mal eine Zeit lang auch wieder mit einem Großschwert spielen, wobei mein Großschwert ist Stufe 8. Lieber nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr mir schon ein Großschwertskin überlegt hatte, aber mal gucken. Grün, hier, da, ich muss sie anders einfärben, weil das ist, geht ja nicht mehr so blau hier. Das ist ja, nee, das ist nicht die richtige Farbe. So. Ja, das ist schon der richtige Ton, in etwa. Und dann noch die Kugel vorne anpassen. Und alles, was dunkelblau ist, noch in grün färben. Ja, das passt. Das passt. Und was ich mir bei ihr mal angucken wollte, waren die ganzen Haarfrisuren, die es ja gab. Jetzt die neuen. Ich weiß gar nicht, ob ich im Inventar mit ihr ein Umstylings-Kit hatte. Nein, aber ich habe hier noch diese 100 Trazillionen. Ja, doch, da unten ist es. Ich wollte immer noch mal mehrfach nachgucken, und ob ich eventuell und ob nicht und ob doch. Und aber die neuen Haarfrisuren sind einfach nicht so Bombe. Das passt einfach nicht zu ihr. Neue Haarfarben gibt es ja leider auch nicht. Nee, nicht seit dem letzten Mal. Das hätten sie ja wirklich mal. Ich meine, sie bringen lauter neue Farben in den Game Shop. Aber dass sie das mal updaten, so wie zu Flamme und Frost. Sie können vor allem mal standardmäßig neue Farben, nicht nur mit dem Kit, finde ich. Naja, gut, wenn du dir die Auswahl an Farben anguckst, die ist bombastisch. Ja, also da brauchst du nicht mehr, du brauchst nicht mehr. Du hast quasi die ganze Farbpalette abgedeckt, du brauchst definitiv nicht mehr. Definitiv nicht. So, gut. Also ich bin jetzt passend eingefärbt. Sieht schön aus. Okay, jetzt, das ist blendet so ein bisschen. So, jetzt da. Wunderbar. Die guckt immer so schön kritisch. Das finde ich sehr gut. Okay, wir müssen jetzt... Ich poste gleich die Wegmarke. Das wirst du da noch nicht haben. Das bedeutet, wir... Oh, die ist gerade umkämpft. Wegmarke Schattenherzgrund ist umkämpft. Wir nehmen wieder Wegmarke Oberherr. Ich porte mich mal hin, dann siehst du ja, wo ich bin. Die kenne ich. Und dann laufen wir mal da schräg durch. Dann kann ich vielleicht, weiß ich nicht, muss ich noch was aufdecken? Alter, bei mir zieht es gerade voll. So der Wind so. Nee, Moment, also. Gruselig. Ja, ist mir leid. und zwar, da könnten wir noch. Ah, ich habe das Herz hier noch nicht fertig und ich habe da auch noch... Das Herz habe ich auch nicht, da möchte ich am liebsten das Herz gar nicht fertig machen. Mir fehlt hier noch der Fähigkeitspunkt. Mhm. Hier fehlt mir noch diese dämliche Sehenswürdigkeit und hier fehlt mir das Herz. Das wird ein bisschen hart. Wir machen erstmal den Fertigkeitspunkt. Ja, machen wir. Ich würde sagen, da haben wir eine größere Chance, dass wir es überleben. Naja, wahrscheinlich auch nicht. Wir sind tot. Ja. Das war's. Wir gucken mal. Wir gucken in die Röhre. Ach Gott, da muss ich mich wieder dran gewöhnen, mit Kurzbogen zu spielen. Ey. Das ist schon ein wenig her. Das darf nicht sein. Nein, 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 kein Schussprojektilgedöns. Vor allem darf ich damit auch mal nah an den Gegner ran. Weil Langbogen ist immer so dieses verschenkte Damage, ne? Ja, beim Kurzbogen ist im Prinzip egal, ob jetzt nah dran stehst. Richtig, oder da kannst du dich auch direkt dran stehen und dann kannst du auch gleich mit dem Schwert draufballern. Jetzt finish him. Fatality. Fuck. Wir sehen uns in euren Albträumen. Wie meine Albträume? Habe ich nicht. Ich habe nur gute Träume. Ein toxischer Damos. Okay. Komm ab. Dammt. Oh. Nichts passiert. Alles gut. Ja, genau. Das war hier, glaube ich, man musste irgendwo rein, ne? In den Berg oder so. Das war doch dieser, wo man in den... Da sich durch die ganzen Tamini-Krieger durchprügeln musste, um dann... Oh, dann nein, 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 nein.
Ah ja, klar, genau, ja. Wir müssen hier einmal rum auf die andere Seite. Oh mein Gott, da Zustände. Oh Heilige. Gut, dass die schnell ausgelaufen sind.